Herzlich willkommen zum Unboxing. Diesmal geht es um eine HDTV-Antenne. Die VPT. Und mal gespannt. Ist dann der Fuß davon, also. Der Fuß ist auch so ein bisschen gummiert, also da passiert nichts mit der Unterfläche. Kann man dann so hinstellen, sieht dann so aus. Hier ist auch nochmal ein Adapter. Von SAT auf Kabel und ein Klebepad. Ich nehme an für das hier zum Befestigen, dass man das dann irgendwo befestigen kann. Okay. Das kommt dann hier drauf. Ja, ich habe auch bei mir Satellitenkabel genutzt. Und das dann wieder über diesen Adapter quasi dann als normales Kabel genutzt. Das funktioniert auch echt super. Und das wird wahrscheinlich hier ein ähnliches Prinzip sein. Gut. Dann schauen wir mal das Handbuch an. Das Setup Guide von dieser Digitalantenne. Ist in Englisch gehalten. Ich schalte mal hier in die Kamera. Das mit diesem Long Range und Short Range ist mir jetzt noch nicht so ganz geläufig. Sehe ich das erste Mal sowas bei dieser Art von Antennen. Ich lasse es jetzt mal auf Long Range. Macht auch mehr, meiner Meinung nach mehr Sinn, weil wir haben hier wahrscheinlich eh einen schlechten Empfang. Und bin hier mal am Testen. Ich schalte euch einmal das Ganze jetzt mal hier so rein. Dann könnt ihr die Antenne einfach mal in Ruhe anschauen. Ja, so sieht es etwa. Ja, die Maße könnt ihr doch entnehmen. Hier ist der Fuß. Kabel. Ja, die Kabellänge ist ziemlich üppig, würde sagen. Geschätzte 2 bis 3 Meter, würde ich mal so sagen. Jo. Gut, ich teste es. Ich werde euch Bescheid geben, wie der Empfang ist mit dieser DVB-T-Antenne, ob der was taugt oder ob das eher Quatsch ist. Ja, gut. Okay. Ich finde es an sich so gesehen ziemlich schick. Macht jetzt so ist dezent, sagen wir mal so, hält das nicht unbedingt als Antenne auf, obwohl es natürlich klar hat, das nicht das typische Antennenmuster, das man so kennt. Gut.